Hi ihr Fischlinge, ich habe ein sogenanntes Paludarium Base von aquascape.de zugeschickt bekommen. Was jetzt eigentlich ein Paludarium ist und ob ich als nicht gerade Scaping begabter Aquarianer daraus was Schickes zaubern kann, das werden wir gemeinsam in diesem Video herausfinden. Na, das kann ja was werden. Ich würde sagen, quatschen wir nicht lange drum rum, hauen wir das Intro raus und los geht's. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Widmen wir uns zu Beginn dem Herzstück meines heutigen Projektes. Das kleine Becken ist aus Kunststoff und nach vorne abgesenkt, um den Blick frei auf die Einrichtung zu lassen. Die Technik ist außerdem direkt inklusive, bestehend aus einer kleinen Pumpe und einem Nebler. Solltet ihr diese mal reinigen oder tauschen müssen, müsst ihr nicht eure Einrichtung zerlegen, sondern könnt von hinten einige Schrauben öffnen und kommt so an die Technik, ohne eure Einrichtung zu zerstören oder diese herausnehmen zu müssen. Außerdem ist im Set noch eine kleine Sprühflasche, die wir erst später benötigen werden, ein Netzteil, um unser Paludarium Base an den Strom anzuschließen und ein weiteres Kabel, um Pumpe und Nebler mit Strom zu versorgen, enthalten. Angeschlossen wird alles an dem weißen Korpus. Dieser dient nicht nur als optisch ansprechender Standplatz, sondern in ihm ist außerdem die Beleuchtung integriert. Die Beleuchtung wird oberhalb per Touch-Display bedient. Ihr könnt zwischen Tages- und Nachtlicht sowie dem Away-Modus wählen, bei dem die Beleuchtung sich selbstständig nach 10 Stunden aus- bzw. wieder anschaltet. Bevor wir das Paludarium jetzt einrichten, hier mal noch die Pumpe und der Nebler im Einsatz. Außerdem, das ist wichtig zu sagen, je nachdem welchen Beleuchtungsmodus ihr auswählt, schalten die Pumpe und der Nebler unterschiedlich an bzw. wieder aus. Ein Paludarium ist, um die Frage vom Anfang noch zu beantworten, einfach gesagt eine Mischung aus Aquarium und Terrarium bzw. ein Terrarium mit Wasserteil, in dem oft eine Feucht- bzw. Sumpflandschaft nachgestellt wird und man meistens Amphibien pflegt. Mit den Abmessungen 32 x 15 x 35 cm und einem Wasserteil von maximal 3 Litern ist das Paludarium Base aber nicht für Tiere geeignet, mal abgesehen davon, wenn ihr das möchtet, für ein paar kleinere Posthorn- oder Blasenschnecken. Durch den Nebler erhöht ihr übrigens im Paludarium die Luftfeuchtigkeit, wodurch viele Aquarienpflanzen in ihrer immersen, also über Wasser wachsenden Form gepflegt werden können. Durch den Wasserteil könnt ihr ebenfalls Submers, also Unterwasserbepflanzung, wählen. Für die Leute von euch, die sich also für Pflanzen interessieren, ist so ein Paludarium also schon eine ziemlich coole Sache. Ich möchte in meinem Paludarium gerne eine Felslandschaft nachbilden und habe mich dafür für Mini-Landschaftsteine entschieden. Diese besitzen neben der grauen Farbe eine zerklüftete und kantige Optik und erinnern an das verwitterte Gestein eines Berges. Außerdem gibt es von jedem Gestein im Shop auch solche kleinen Beutel mit Bruchstücken. Gefällt mir ziemlich gut, weil dann muss ich nämlich nicht mit dem Hammer irgendwelche Steine klein klopfen. Was ich mit den Bruchstücken vorhab, das seht ihr auch erst später. Zu Beginn beim Einrichten, wie das halt so ist, habe ich erstmal eine ganze Weile hin und her probiert, wie ich die Steine am besten platziere, dass es nicht nur schick und natürlich aussieht, sondern auch möglichst der Filter und der Nebler hinter den Steinen gut versteckt wird. Außerdem ist das Ziel, die Steine so zu platzieren, dass der Nebler mittig ins Paludarium gelenkt wird. Ihr werdet später noch sehen, warum. Seid beim Einrichten übrigens vorsichtig und nehmt euch Zeit. Das kleine Kunststoffbecken ist etwas empfindlich gegen Kratzer. Nachdem ich mich entschieden habe, wie meine Steine jetzt liegen sollen, muss mein wackeliges Bauwerk aber noch vor dem Zusammenstürzen geschützt werden. Hier nutze ich einen Trick, den ihr auf meinem Kanal und falls ihr euch für Aquascaping interessiert, vielleicht schon mal gesehen habt. Dazu braucht man eigentlich nur Zigarettenfilter und Sekundenkleber. Die Filter werden in kleine Stücke zerrissen und an die zu verklebenden Stellen bzw. zwischen die zu verklebenden Materialien als Auflagefläche gesteckt. Danach mit etwas Sekundenkleber die Filterstücke tränken und kurz warten. So könnt ihr ganz einfach Steine, Holz und andere Materialien mit unebenen Oberflächen problemlos und fest verbinden. Nachdem wir das Ganze getan haben, kommt noch etwas Bodengrund ins Paludarium. In meinem Fall etwas von diesem groben Flusssand. Davon habe ich etwas gewaschen und mit einem Löffel eine dünne Schicht im Becken verteilt. In felsigen Landschaften findet man öfters Wurzeln, die sich durch das harte Gestein ihren Weg suchen und sich an diesem verankern. Da ich so etwas sehr ansprechend finde, ahme ich dieses mit diesem feinen Holz nach. Breche kleine Stücke ab und verklebe diese an unterschiedlichen Stellen auch mit dem Zigarettenfilter und Sekundenklebertrick. Das Holz wird übrigens unter der Bezeichnung 1000 Ester gehandelt. Jetzt ging es dann los und ich versuche etwas zu tricksen. Und zwar möchte ich gerne mehrere kleine Wasserfälle haben, die überall optisch aus und an Gebirge hinablaufen sollen. Dazu habe ich mir noch etwas Luftschlauch und diese Verbindungsstücke besorgt. Um mehrere Wasserfälle jetzt simulieren zu können,
muss ich den Pumpenauslauf in mehrere Richtungen aufteilen. Der Pumpenauslauf ist aber größer als das T-Stück. Das ist aber ziemlich schnell gelöst. Einfach ein Stück Klebeband um das Verbindungsstück wickeln und schon passt es und rutscht nicht mehr raus. Jetzt kommt tatsächlich was, was mich 3 Stunden Arbeit gekostet hat und ich wieder mal besser Handschuhe angezogen hätte, denn ich habe mir ungefähr eine Woche den Sekundenkleber von den Fingerspitzen gekratzt. Überall dort, wo Wasser später den Fels herunterlaufen soll, muss natürlich auch Wasser hingelegt werden. Dazu wurde Luftschlauch und Verbindungsstücke über den oberen Teil der Felslandschaft verteilt und auch mit der bewährten Methode aus Filterstücken und Sekundenkleber dicht und fest am Gestein verklebt. Sieht aktuell zugegeben wirklich komisch und absolut unnatürlich aus und war eine verdammt klebrige Angelegenheit, wie gesagt. Aber lasst mich mal machen. Bevor wir jetzt aber weitermachen, testen wir doch erstmal, ob die 3 Stunden Arbeit sich gelohnt haben und auch überall Wasser läuft. Naja, was soll ich sagen, wie das so bei einem Versuch ist, musste ich nochmal nacharbeiten und einige Schläuche etwas umlegen, bis alles so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe und ohne mir den halben Raum unter Wasser zu setzen. Aber ihr seht, es funktioniert und hat dann schlussendlich nur nochmal eine 1,5 Stunde gedauert. Okay, wir haben jetzt Steine, Holz, unsere Wasserfälle, aber mit den Schläuchen und den ganzen Klebestellen ist das nicht wirklich ansprechend. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Auf solchen Gebirgshängen wächst meistens nicht wirklich viel, außer kleinere Büsche und ein bisschen Gras. Daher habe ich mich für Mooskugeln entschieden. Diese habe ich einfach in passende Stücke zerrissen und mit etwas Sekundenkleber auf dem Gestein befestigt und die unansehnlichen Schläuche und Klebestellen kaschiert. Mooskugeln sind jetzt nicht die beste Wahl gewesen, da diese eigentlich dauerhaft unter Wasser sein müssen. Bleibt abzuwarten, wie lange diese durch Besprühen und den Nebler überleben, bevor sie wohl schlussendlich doch zerfallen werden. Einige habe ich in den Wasserteil versenkt. Die werden wohl problemlos dort weiterwachsen. Eins hätten wir fast vergessen, nämlich jetzt kommen wir noch zu dem kleinen Beutel mit Fragmenten, den ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Mit diesem kann ich dem Ganzen den letzten Schliff verleihen. Ein paar größere Stücke aufkleben und kleinere Stücke etwas verstreuen, um kleine Steinchen, die durch Wind und Wetter ab und herumgetragen werden, zu simulieren. Zu guter Letzt noch alles anständig mit dem Sprüher befeuchten. Dann starten wir mal noch die Pumpe und den Nebler und das ist unser Endergebnis. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Na, was meint ihr? Habe ich mich gut angestellt? Eure Meinung gerne ab in die Kommentare. So, Freunde. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in Form eines Daumen nach oben freuen. Unterstützt mich, hilft mir sehr, ist gut für den YouTube-Algorithmus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mal in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr einen Link zum Video von Sascha Heuer. Der hat nämlich auch darüber ein Video gemacht. Und das Ganze gibt es auch noch als Wabikusa-Edition. Findet ihr auch, könnt ihr mal vorbeischauen. Lasst mal ein paar Likes da und ein nettes Kommentar oder ein Hashtag Fischlinge, noch besser. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung aquascape.de, beziehungsweise ich habe euch alles verlinkt, was ich in diesem Projekt jetzt verwendet habe. Könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Ansonsten findet ihr natürlich auch noch die Links, wer mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Dort könnt ihr mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge. Und ich bin raus hier. Tschüss.